Also wie ihr vielleicht wisst, habe ich gerade meine Bachelorarbeit abgegeben und ich muss denen jetzt einen Vortrag darüber halten. Und deshalb halte ich den Vortrag vorher mal hier. Bei meiner Bachelorarbeit ging es um optischen Fluss. Es ging darum, Eigenschaften des optischen Flusses zu lernen und diese Eigenschaften dann zu benutzen, um optischen Fluss zu schätzen. Und zwei Themen da sind gerichtete Ableitungen, Steered Derivatives und Parameteroptimierung. Und zunächst mal ein Überblick über den Vortrag. Fangen an mit einem Beispiel zu optischem Fluss. Dann haben wir die Methode von Ron und Schunk. Das ist eine Methode zum Schätzen von optischem Fluss. Dann müssen wir die Parameter finden. Das machen wir, indem wir Mischverteilungen an bekannte Daten finden. Dann erkläre ich was zu gerichteten Ableitungen und dann zeige ich ein paar Bilder, wie das dann aussieht, was da rauskommt. Zunächst ein Beispiel zu optischem Fluss. Wir haben links oben ein Frame aus einem Video und rechts oben das Frame danach. Und die Aufgabe ist es, zu schätzen, welcher Pixel in dem ersten Bild wohin in dem zweiten Bild gelaufen ist. Und damit ihr mal einen Eindruck kriegt, wie die Bewegungen in dem Bild sind, zeige ich da mal ein bisschen hin und her. Das ist aus einem Testdatensatz, der benutzt wird, um die Qualität von optischen Flussalgorithmen zu bestimmen. Also zu diesem Testdatensatz ist der wahre optische Fluss bekannt. Ja, zurück zu dem Beispiel. Links unten sieht man den wahren optischen Fluss. Und der wird dargestellt mit einem Farbschema. Rote Farben bedeutet, das Pixel ist nach links gelaufen. Türkise Farben bedeutet, er ist nach rechts gelaufen. Irgend sowas, man sieht es hier in der Farbpräferenz. Ja. Hier ist er nach oben gelaufen, irgendwie grün oder so. Bei lila ist er nach unten gelaufen und bei allem anderen ist er halt... je weißer oder je heller die Farbe ist, umso kleiner ist der Sprung. Und je gesättigter die Farbe ist, umso größer ist der Sprung. Was man jetzt hier sieht an dem Bild, ist zum Beispiel dieses Rad hier unten links im Bild. Das dreht sich nach links. Der ganze Hintergrund hier mit diesem Tuch bewegt sich nach rechts, inklusive dem Rubber Whale, da hatte die Sequenz ihren Namen, das ist so ein Gummispielzeug war. Und ansonsten hier der Vorhang bewegt sich ein bisschen nach links. Das Spielzeug hier bewegt sich mit dem Rad nach links und die Muschel bewegt sich nach rechts. So. Jetzt, um diesen optischen Fluss berechnen zu können, muss man zwei Annahmen treffen, oder das ist eine Möglichkeit. Man kann annehmen, dass Pixel sich in ihrer Helligkeit nicht ändern, wenn sie von einem zum nächsten Bild gehen. Und man kann annehmen, dass der optische Fluss im Wesentlichen glatt ist, also dass er sich nicht überall plötzlich stark ändert. Diese Annahmen führen zu einem Optimierungsproblem, das man dann lösen kann. Man hat einmal links den Datenterm, der gibt an, wie stark die Annahme verletzt ist, dass sich die Helligkeit nicht ändert. Und rechts hat man den Glattheitsterm, der gibt an, wie stark die Annahme verletzt ist, dass sich der Fluss nicht ändert. Diese beiden Terme addiert man zusammen und summiert sie über das ganze Bild auf, wobei man diese Summe ist hier als Integral geschrieben. Das ist mathematischer Unsinn. Das kann man so schreiben, es ist im Wesentlichen eine Summe. Dieses Integral oder diese Summe versucht man dann zu minimieren. Wenn man ein Minimum dazu gefunden hat, sagt man, dass es die Lösung ist. So, jetzt hier haben wir den Unterschied, also die Verletzung der konstanten Helligkeitsannahme einfach quadriert und hier die Verletzung der Glattheit ebenfalls quadriert.
jetzt können wir sie nicht nur quadrieren, wir können auch einfach anstatt der Quadratfunktion irgendeine Funktion draufwerfen. Hier Psi b einmal für den Datenterm und Psi c für den Glattheitsterm. Und dann bekommen wir andere Ergebnisse. Und warum wir das machen, sieht man hier. Hier haben wir die Verteilung des wahren optischen Flusses von einer der Testsequenzen. Beziehungsweise, das ist die Verteilung der Flussänderungen. Man sieht hier, es gibt in großen Teilen des Bildes, ja, das ist, ist der Fluss nahezu konstant. Das ist, wenn man irgendwelche Flächen hat, die sich halt bewegen, dann ändert sich innerhalb der Fläche ändert sich der Fluss überhaupt nicht. Es sei denn, sie dreht sich, aber das ist nicht so wichtig. Das ist auch nicht so stark der Effekt. Eigentlich Flussänderungen hat man tatsächlich nur an Objektkanten. So, wir haben hier also das Blaue, das ist die wahre Flussänderung in dem Bild, wo man den wahren Fluss kennt. Dann haben wir einmal das grün gepunktete, sieht man das gut? Ah, sieht man sehr gut, sieht man immer besser als bei mir. Einmal das grün gepunktete, das ist die wahrscheinlichkeitsdichte Funktion einer Normalverteilung. Und das ist eine implizite Annahme, die man trifft, wenn man diese einfache Quadratfunktion benutzt. Also wenn man diese Quadratfunktion benutzt, hat man implizit angenommen, dass Flussänderungen normal verteilt sind. Jetzt, man sieht an dem Bild ziemlich gut, dass sie eben nicht normal verteilt sind, weil die grüne Kurve hier geht ziemlich schnell gegen Null, aber die tatsächlichen Flussänderungen, die gehen weit weniger schnell gegen Null. Deshalb benutzt man eine Mischverteilung, das ist das Rote, um eben eine bessere Näherung für die Änderungen des Flusses zu bekommen. Hier haben wir die Dichte einer Normalverteilung und im Gegensatz dazu eine Mischverteilung, die aus mehreren Normalverteilungen besteht. Das nennt man dann Gaussian Mixture in der Literatur, das ist alles Englisch und es ist schwer, das alles ins Deutsche zu übersetzen. Die Mischverteilung, also der Mischmann, man sieht hier die Mischverteilung, oh, ich muss die auszeigen. Man sieht hier quasi zwei Parabeln übereinander, einmal eine große Parabel, die hier diese starken Ausreißer erklärt und einmal eine kleine Parabel, die die starke Konzentration der Flussänderungen um die Null erklärt oder modelliert in dem Fall. So, jetzt um die Parameter für diese Mischverteilung zu finden, müssen wir ein Optimierungsproblem lösen. Und zwar müssen wir diese WI und Sigma-I bestimmen, die hier die Gewichte und Standardabweichungen der Normalverteilung angeben. Dazu benutzen wir den Standardansatz zur Bestimmung von Parametern zu statistischen Modellen. Das ist der Maximum-Likelihood-Schätzer. Und da wir den maximieren müssten, aber die Software immer nur Minimierungsprobleme lösen kann, minimieren wir stattdessen minus den Logarithmus der Likelihood-Funktion. Und das machen wir mit einem extrem primitiven Algorithmus. Wir ermitteln irgendeinen Startwert für die Standardabweichungen Sigma 1 bis Sigma k und die Gewichte W1 bis WK und berechnen die Energie, indem wir das einfach in die Energiefunktion einsetzen. Und dann machen wir in einer Schleife, solange bis ein Abbruchkriterium erfüllt ist, folgendes. Wir variieren die besten Parameter, die wir kennen, indem wir ein wenig statistisches Rauschen darauf addieren. Dann berechnen wir die Energie für die neuen Parameter
Und falls die neue Energie kleiner ist, das heißt, die neuen Parameter erklären die Daten besser, dann akzeptieren wir die neuen Parameter. Und wenn nicht, verwerfen wir sie einfach und fangen wieder von vorne an. Wenn wir 12-mal in Folge keine Verbesserung erzielt haben, dann bedeutet das, dann können wir vermuten, dass es bedeutet, dass wir in der Nähe eines lokalen Minimums sind. Und dann machen wir das Rauschen kleiner, dass wir auf die Parameter drauf addieren. Also, weil wenn wir nämlich ein großes Rauschen immer auf die Parameter addieren, dann kann es passieren, dass wir immer um das lokale Minimum hin und her springen und wir nie das Minimum finden. Und das ist relativ wahrscheinlich. Jedenfalls, wir reduzieren dann das Rauschen, und wenn wir das Rauschen 7-mal reduziert haben, dann einfach auf das Abbruchkriterium. Jetzt, wir müssen irgendwie diese Startparameter wählen und wir müssen gucken, dass das auch immer gegen den richtigen Wert konvergiert oder zumindest mit einer hinreichend großen Wahrscheinlichkeit gegen den richtigen Wert konvergiert. Und es stellt sich heraus, dass das für klassische Schätzungen der Parameter nicht der Fall ist. Das heißt, wenn wir mit schlechten Parameter anfangen, bekommen wir schlechte Ergebnisse. Hier sind einmal die Standardabweichungen, die Sigmas, aufgetragen und einmal die Gewichte. Und immer 6 Punkte hier, also immer die Punkte auf einer Linie, gehören zu einem Ergebnis, was dieser Algorithmus geliefert hat. Und wenn man sich hier die Standardabweichungen anguckt, dann sieht man, dass die Ergebnisse, die man bekommt, für die erste Standardabweichung, hier blau, die sind verteilt über mehrere Größenordnungen. Genauso für die zweite Standardabweichung, das heißt, das funktioniert sehr selten. Auch quasi das optimale Ergebnis ist hier ganz links, das ist das mit der kleinsten Energie. Und die Wahrscheinlichkeit, in einer Umgebung dieses optimalen Ergebnisses zu landen, ist relativ klein. Ich habe dann zwei Verfahren hergeleitet und entwickelt, die bessere Startparameter liefern anhand von Eigenschaften der Verteilung, an die man fitten will. Und dann klappt es schon viel besser. Hier sieht man, die zweite Standardabweichung, die liegen alle auf einer Geraden. Das heißt, das konvergiert fast immer gegen denselben Wert. Ähnlich für den ersten und den dritten. Und nicht nur konvergieren sie immer gegen ähnliche Werte, auch konvergieren sie mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit gegen Werte ganz links. Hier sieht man so ein Cluster aus Punkten. Das heißt, das Verfahren funktioniert einfach mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einem akzeptablen Ergebnis. Im Gegensatz zu dem, wo wir hier einmal ein Cluster hier haben, was schon irgendwie Faktor 3 weg ist von dem besten Ergebnis hier links. Und dann noch ein Cluster hier mit Werten, die einfach über ein riesen Intervall ausgebreitet sind. So, bisher haben wir die Ableitung in X- und in Y-Richtung des Flusses betrachtet. Und es gibt Alternativen dazu. Man kann sich das Bild angucken und im Bild Kanten erkennen. Und man weiß, dass sich der Fluss orthogonal zu einer Kante eher ändert als entlang einer Kante. Und das kommt daher, dass Kanten im Bild normalerweise zu Kanten von Objekten gehören und verschiedene Objekte sich natürlich unterschiedlich bewegen können. Das heißt, wenn man Objekte im Bild hat, dann ist es gut möglich, dass orthogonal zur Kante des Objekts sich der Fluss stark ändert. Das nutzt man aus, indem man die Funktionen alle austauscht. Also man benutzt nicht mehr
die Ableitung in X-Richtung, sondern die Ableitung orthogonal zur Bildstruktur und allein zur Bildstruktur. Und dann bekommt man einfach ein neues Integral, wo man anstatt der Psi-C-Funktion einmal eine Psi-O-Funktion hat für Orthogonale und eine Psi-A-Funktion für Allein-Ableitungen. Und eingesetzt in diese Funktion wird nicht mehr die Ableitung in X- und Y-Richtung, sondern die Ableitung orthogonal und allein zur Bildstruktur. Das heißt, wir können unterschiedliche Maße dafür verwenden, wie glatt das, der Fluss orthogonal und allein zur Bildstruktur sein soll. So, genug gelabert. Genau, hier nochmal zur Erinnerung das Bild vom Anfang, weil jetzt kommen die verschiedenen Ableitungen. Links oben sieht man die Helligkeitsänderungen in X-Richtung. X ist die Richtung. Und rechts oben die Helligkeitsänderungen in Y-Richtung. Links unten sind die Helligkeitsänderungen allein zum Bild und rechts unten die Helligkeitsänderungen orthogonal zum Bild. Und man sieht, dass sich X und Y nicht viel geben. Das sieht man wieder auf diesem blöden Monitor nicht geschaut. Teilweise kriegen sie manche Kanten nicht mit. Hier die Ableitung in Y-Richtung kriegt diese Struktur des Teppichs hier nicht mit. Die ist in X-Richtung ist die ganz gut erkennbar. Machen wir das Gegenteil. Hier bei dem Spielzeug ist auch keine Änderung in X-Richtung, dafür ist ein bisschen Änderung in Y-Richtung an der Kante hier. Das ist diese Kante. Ach ja, also es wird immer auf Schwarz-Weiß-Bildern gearbeitet. Es gibt nur wenige Verfahren, die überhaupt mit Farbbildern arbeiten können. Jedenfalls, wir sehen, dass in Allein-Richtung, also entlang der Bildstruktur, ändert sich an der Helligkeit nicht viel. Aber orthogonal zur Bildstruktur ändert sich was an der Helligkeit. Und jetzt gucken wir uns die Flussänderungen an, weil das eigentlich spannend ist. Hier sehen wir, in X-Richtung ändert sich der Fluss eigentlich an fast allen Bildkanten. Und in Y-Richtung ändert sich an fast allen Bildkanten. Und man sieht schön, dadurch, dass die Farben hier unten links, die sind weniger satt als unten rechts. Unten links sieht man die Flussänderungen allein zur Bildstruktur und unten rechts orthogonal zur Bildstruktur. Und jetzt, was wir dann ausnutzen, ist, dass sie halt orthogonal viel stärker sind. Das heißt, wir erwarten weniger Glattheit orthogonal zur Bildstruktur und was wir dann bekommen, ist ein Flussergebnis, was orthogonal zur Bildstruktur weniger glatt ist, was wir genau brauchen. So, okay, das ist irgendwie schief gegangen. Egal. Das ist ein weiteres Beispiel, diesmal mit realen Flussergebnissen. Das ist auch aus einer wissenschaftlichen Testsequenz. Wir haben hier links oben das Bild. Das ist eine synthetisierte Sequenz und sie ist sehr alt. Fast alle Methoden zur Berechnung optischen Flusses liefern auf dieser Sequenz nahezu perfekte Ergebnisse, weil sie einfach sehr einfach ist von ihrer Struktur her. Das Beispiel vorher mit dem Rubberbell, das ist viel schwieriger, da hat man viel mehr Probleme. Rechts oben ist der wahre Fluss. Ich habe leider das zweite Bild nicht da, aber der wahre Fluss zeigt, dass die Kamera sich in die Szene rein bewegt. Ja, deshalb bewegen sich hier links bewegt sich eigentlich alles nach außen, was man erwarten würde, wenn man die Kamera in das Bild hineinfährt. Links unten ist das Ergebnis
des, der Methode, die ich implementiert habe. Und man sieht, dass hier im Bereich des Himmels der Fluss völlig falsch ist. Also der wahre Fluss im Bereich des Himmels ist einfach null. Es gibt keinen Fluss im Bereich des Himmels oder fast keinen. Und die Methode schätzt hier einen Fluss nach links. Das kommt daher, dass wir Glattheit des optischen Flusses annehmen. Und da im Himmel keine Bildstruktur ist, die quasi erzwingen würde, dass der Fluss dort null ist, setzt sich der Fluss von der Kante hier, sieht man schön, hier die Kante des Himmels, dieser Fluss setzt sich einfach in den Himmel fort, weil das besser die Glattheitsbedingungen erfüllt und keine Helligkeitsbedingungen verletzt wird, weil hier oben einfach keine Helligkeitsunterschiede sind. Hier rechts unten habe ich die Differenz des wahren Flusses und des berechneten Flusses. Und an der Differenz sieht man schön, wo oder in welchen Bereichen das Verfahren Probleme hat. Einmal der Bereich oben. Hier haben wir Flussdifferenz nach links. Das heißt, die Methode schätzt Fluss, der zu weit nach links zeigt. Ansonsten ist das Bild relativ weiß. Das ist gut, weil ein komplett weißes Differenzbild würde bedeuten, dass das Verfahren perfekt ist. Aber links unten haben wir so ein paar Turbulenzen oder so. Das kommt daher, dass hier Teile des Bildes einfach verschwinden und dann kann man da den Fluss nicht gut schätzen. Weil wenn der Pixel dann weg ist, dann verletzt er auch die Annahme, dass sich die Helligkeit nicht ändert. Das ist die Yosemite-Frequenz. Hier haben wir eine Sequenz aus einem Animationsfilm namens Sintel von der Blender Foundation. Und man sieht hier einen Auszug, und zwar die Protagonistin namens Sintel nimmt hier einen Speer auf. Und an dem wahren Fluss hier rechts sieht man, dass sich der Schnee quasi gar nicht bewegt, deshalb ist er weiß. Der Speer bewegt sich nach rechts oben. Und die Hand bewegt sich ebenfalls nach rechts, aber stärker als der Speer, also hier sattere Farben, und dreht sich ein bisschen. Links unten ist dann das Ergebnis des Verfahrens. Also es ist ziemlicher Matsch, was daher kommt, dass hier die Glattheitsbedingung zu stark ist. Um einen möglichst glatten Fluss zu erzeugen, hat diese Methode dann den Fluss vom Speer und von der Hand einfach fortgesetzt in den Schnee. Und im Schnee sind ähnlich wie im Himmel bei der Yosemite-Frequenz fast keine Helligkeitsunterschiede, sodass hier sodass der Fluss sich halt da fortsetzt in den Schnee. Rechts unten sieht man wieder das Differenzbild. Man sieht, der Fluss des Speers wird relativ gut geschätzt. Das ist Bild sehr hell oder weiß. Das liegt mindestens teilweise daran, dass in dem Speer diese starken Helligkeitsunterschiede sind durch diese Ornamente. Bei der Hand sieht es schon schlechter aus. Die Hand ist relativ gleichmäßig oder einheitlich. Und der Schnee hat halt so wenig Helligkeitsstruktur, dass sich der Fluss einfach in den Schnee fortsetzt. Ja, hier haben wir das Ergebnis für die Rubber-Rail-Sequenz. Das ist damit genau dasselbe wieder wie vorher. Wir haben ziemlich einen Matsch, beziehungsweise was halbwegs funktioniert, ist der Vorhang.
der Vorhang ist relativ gut. Was auch ganz gut funktioniert, ist der Hintergrund. Bis auf das, was sich hinter diesem Gitter befindet. Das wird schlecht geschätzt, weil vermutlich, weil es einfach auch wenig Helligkeitsstruktur hat. Und das Gitter außenrum dann sein Fluss den Zwischenteil in dem Gitter aufzwingt. Was auch nicht funktioniert, ist, dass sich das Rad dreht. Man sieht hier, hier ist einfach nur Fluss nach links. Das heißt, was die Methode hier schätzt, ist keine Drehung des Rads, nur eine Bewegung nach links. Was man schön daran erkennen kann, dass sich im Differenzbild quasi das Rad nach rechts dreht. Das heißt, es dreht sich zu wenig nach links. Ja. So, das war die letzte Folie. Wir haben gesehen, wie Fluss, also wie optischer Fluss definiert ist oder wie was es eigentlich ist. Das ist die Änderung, das sind die Bewegung eines Pixels von einem Bild zum nächsten. Wir haben Methoden gesehen, um die Eigenschaften des optischen Flusses zu lernen und Ergebnisse der Implementierung, die ja, eher zu wünschen übrig lassen. Die Fragen? Hübsch, ne? Ich habe schon ein paar. Ja. Ich habe schon eine Frage, so eigentlich ganz am Anfang. Ja. Du willst den optischen Fluss bestimmen, das heißt, du möchtest eigentlich ein Verfahren haben, wo du jetzt eine Sequenz von Bildern reinsteckst und was dir dann den Fluss für das nächste Bild ausspuckt. Ja, ich hab zwei Bilder, also es gibt Verfahren, die mit mehreren Bildern arbeiten, aber die Verfahren hier arbeiten nur mit zwei Bildern. Ich habe zwei Bilder und will den Fluss vom ersten zum zweiten Bild wissen. Das heißt, wenn ich 10 Bilder hätte, hätte ich 9 Flussbilder. Immer den Fluss vom ersten zum zweiten, vom zweiten zum dritten und so weiter und vom 9. bis zum 10. Oder ich habe die Frage falsch verstanden, vermutlich. Ja gut, wenn ich jetzt aber die beiden Bilder habe, kann ich ja den Fluss einfach ausrechnen, oder? Nein. Das Problem ist, man könnte jetzt, es gibt verschiedene Sachen, was man sich überlegen kann. Man kann zum Beispiel einfach gucken, zu jedem Pixel, ja, finde ich irgendeinen Pixel, der dieselbe Helligkeit hat in einer Umgebung. Das könnte man machen. Das Problem dabei ist, dass man bei realen Bildern, also nicht bei nicht gerenderten Sequenzen, und selbst bei gerenderten Sequenzen, man hatte Rauschen entdeckt und dann ändert sich irgendwie die Helligkeit um 1 und dann findet man es nicht und dann, dann ist das Ergebnis relativ nutzlos. Das nächste Problem ist, wenn man große homogene Flächen hat, wenn ich zum Beispiel einen Bilderrahmen habe und ich habe kein Bild drin, sondern einfach was Weißes. Und ich trage den Bilderrahmen irgendwie durch die Gegend, dann kann ich zu den Pixeln im Inneren der weißen Fläche kann ich überhaupt keinen Fluss schätzen, weil da ist überhaupt keine Helligkeitsänderung. Dafür braucht man die Glattheit, weil die sorgt dafür, dass in Bereichen, in denen keine Helligkeitsstruktur ist, der Fluss von benachbarten Kanten genommen wird. Das war der Grund, warum wir hier im Himmel überhaupt einen Fluss haben. Im Himmel ist keine Helligkeitsänderung, aber quasi die nächste Kante ist hier an der Himmelskante und dann wird der Fluss von da einfach fortgesetzt in den Bereich, in dem ich keine Helligkeitsstruktur habe. Es gibt Verfahren, die nicht mit
mit einem so mit diesen Plattheitsternen arbeiten. Die finden dann Fluss immer über am Bildkasten. Also wenn ich da einen Bilderrahmen habe und durch die Gegend trage, dann findet der Fluss nur am Rahmen. Also im Inneren ist der Fluss dann immer null. Oder wie wolltest du den Fluss einfach ausrechnen? Was wolltest du genau machen? Ja, also es ging einfach nur darum, das Problem mal zu verstehen oder die Aufgabenstellung. Okay. Also es geht im Endeffekt darum, ein Modell zu entwickeln, wie ich dann aus diesen beiden Bildern schließlich dieses Flussvektorfeld dann ermitteln kann. Genau. Und dieses Modell besteht dann eigentlich darin, dass du praktisch so eine aus mehreren Gaussblöcken modellierte Umgebung für jedes Pixel nimmst und da schaust, wie sich der Schwerpunkt quasi verändert hat. Und dann, was dann also im Endeffekt zu diesem Fehlertraum führt, oder? Nee, also die Gauss-Glocken, benutzt man nur, um die Parameter davon in diese Psi-Funktion einzusetzen. Also die man guckt sich die wahre Verteilung des Flusses an und ermittelt eine Mischverteilung, die dem möglichst nahe kommt. Und diese Mischverteilung oder die Dichtefunktion dieser Mischverteilung benutzt man dann als Regularisierer, als Glattheitsterm. Also, was heißt denn jetzt die Verteilung des Flusses? Also, weil eigentlich willst du den Fluss ja ausrechnen, das heißt, noch kennst du ihn ja nicht. Mhm. Weil es hat quasi Trainingsdaten. Das heißt, also zu allen Sequenzen, die ich gezeigt habe, kenne ich den Fluss, den wahren Fluss. Und ich benutze sie als Test. Und was ich mir angucke und was ich am Ende nur benutze von diesem wahren Fluss, ist, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es sich wie stark ändert. Also hier zum Beispiel, dass sich der Fluss von einem Pixel zum nächsten um 0,4 ändert, das ist schon relativ unwahrscheinlich. Aber es kommt halt vor. Dagegen, dass er sich um ich weiß nicht, 0,05 ändert, das hat hier eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit. Und diese Eigenschaft setzt man in die Regularisierer an. Also was ist denn das Modell, was jetzt als Input die beiden Bilder nimmt und dann als Output den Fluss? Also ich suche jetzt danach, du hast eine Box, die eben die beiden Bilder bekommt und daraus den Fluss ausrechnet und die hat dann eine ganze Reihe Parameter. Und an denen, das sind deine Stellschrauben, an denen du drehen kannst. Und dann nimmst du halt den wahren Fluss sozusagen als Hilfe, um diese Parameter richtig einstellen zu können. Genau. Und das Modell sieht so aus, man nimmt diese Formel und wendet sie auf das Bild an. Und das Ergebnis sagt einem quasi, wie schlecht oder wie gut der Fluss ist. Je kleiner das Ergebnis von dieser Formel ist, umso besser ist der Fluss. Und man benutzt es am Ende auch nur noch indirekt. Ja, ihr kennt es aus der Schule, wenn man ein Minimum von einer Funktion finden will, dann rechnet man die erste Ableitung aus und guckt, wo die Null ist. Das ist dann ein lokales Minimum oder Maximum oder ein Sattelpunkt. Und da.
In diesem Fall, also in dem Modell von Horn und Schunk, ist, sieht es so aus, dass wenn ich davon eine wenn ich davon eine Nullstelle der ersten Ableitung finde, dann ist das, dann ist garantiert, dass das ein Minimum ist. Bei dem anderen Verfahren ist es nicht garantiert. Und ja, also was man ausrechnet, ist die erste Ableitung von diesem Term, und zwar die Ableitung nach dem Flussvektorfeld. Man kann ja, man hat immer zu jedem Punkt im Bild hat man den Fluss in X und in Y-Richtung. Und man rechnet, man kann dann zu jedem Punkt im Bild die Ableitung in X-Richtung dieses Terms ausrechnen und die Ableitung in Y-Richtung von diesem Term. Und dann sucht man einen Fluss, sodass alle diese Ableitungen null sind. Das heißt, man muss an, man hat doppelt so viele Variablen, wie man Pixel im Bild hat, und dazu ein Gleichungssystem und findet dazu eine Nullstelle. Genau, und die Position dieser Nullstelle ist das Vektorfeld, was man als Ergebnis nimmt. Ich sehe das jetzt so quasi als die Fehlerfunktion oder die genau. Bewertungsfunktion oder so. Und die gibt mir eben einfach einen Wert aus, wie gut mein Modell ist. Ja, aber man rechnet es gar nicht aus. Also man wendet die Bewertungsfunktion überhaupt nicht an auf den Fluss. Man rechnet nur die mithilfe der Ableitung den Fluss aus. Also man, was, alles, was man tut, ist die Nullstelle der Ableitung auszurechnen. Also wo steckt denn da jetzt das Modell drin eigentlich? Welches Modell? Also im Endeffekt die Berechnungsvorschrift, die man dann aus diesen beiden Bildern den Fluss ermittelt. Achso, das ist so halb indirekt. Also hier steht eine Fehlerfunktion. Man gibt zwei Bilder vor und einen Fluss. Und sie sagt einem die Qualität des Flusses. Mhm. Dann probierst du so lange Flüsse durch, bis du ein vernünftiges Ergebnis hast. Nein. Mehr oder weniger. Nein, gar nicht. Weil das ist viel zu aufwendig. Wir haben ein Flussvektorfeld, das heißt, wir haben eine Komponente in X und eine in Y-Richtung. Das heißt, wir haben zwei Variablen pro Pixel im Bild. Und wir haben 1000 mal 400 Pixel oder so für den Sintel-Datensatz. Das heißt, wir haben 400.000, 800.000 Freiheitsgrade. Und wenn wir da irgendwas durchprobieren würden, dann trifft uns der Fluch der Dimensionalität in seiner ganzen Härte. Nein, was man macht ist, man rechnet zu jedem Pixel die Ableitung dieses Fehlerterms. Man kennt den, das ist ja nicht nur ein Fehlerterm für ein Flussvektorfeld, das ist ja auch ein Fehlerterm für einzelne Pixel. Man rechnet also zu jedem Pixel die Ableitung des Fehlerterms in X- und in Y-Richtung aus. Und dann findet man die Nullstelle dieser Ableitung. Und das macht, also das ist harte lineare Algebra. Also das läuft darauf hinaus. Wenn ich dann, also wenn ich dann weiß, bei dx und dy mit den und den Werten habe ich meine Nullstelle, dann ist dieses dx, dy der Flussvektor für das Pixel. Ja.
Und es hängen halt alle Pixel zusammen, das heißt, man muss das en bloc lösen. Wenn man das, man kann das lokal lösen, also man kann hingehen und sagen, ich erwarte, dass der Fluss glatt ist in einer kleinen Umgebung jedes Pixels, also so in so einem 3x3 oder 5x5 Block. Das nennt man dann lokale Methoden. Und das ist, was ich angesprochen habe, was in homogenen Flächen keinen Fluss findet. Das findet immer nur Fluss an Kanten. Und ein Effekt jetzt von diesem globalen Ansatz wäre das, was du dann beschrieben hast, dass sich der Fluss fortsetzt in Bereiche, wo dann eigentlich kein Fluss mehr variiert. Okay. Weitere Fragen? Ja, was sind das? Ja. Kannst du mal ein Beispiel geben, wofür man den Fluss erkennen muss, eine praktische Anwendung und warum es hilfreich ist, wenn man dieses Verfahren optimieren kann? Man benutzt den Fluss, zum Beispiel in der Videokomprimierung. In der Videokomprimierung hat man den Fall, dass sich von Bild zu Bild eigentlich nicht viel ändert, sondern nur irgendwelche Objekte irgendwo hinlaufen. Und da kann man das ausnutzen und viele moderne Komprimierungsverfahren für Video machen das, indem sie dann Blöcke definieren und einfach nur noch abspeichern, dass sich jetzt dieser Block so und so weit nach in irgendeine Richtung bewegt hat. Dadurch vermeidet man das wiederholte Speichern des Hintergrundes, der sich einfach nicht ändert, wenn man eine statische Szene hat, oder man kann wahrscheinlich große Teile des Hintergrundes weiter benutzen, wenn die Kamera sich einfach nur dreht. Und weil man dann quasi den größten Teil des Bildes schon kennt aus dem Bild vorher. Wenn die Videowiedergabe stoppt, kann man das teilweise auch sehen. Oder wenn irgendwie die Datei ein bisschen kaputt ist, kennt ihr das? Dass man dann sieht, was sich wohin bewegt, aber es ist alles nur noch ein wildes Farbrauschen. Das ist ein Effekt davon, dass wenn irgendwie das Anfangsbild verloren gegangen ist und nur noch die Änderungen bekannt sind, oder wenn das Anfangsbild korrupt ist und nur noch die Änderungen bekannt sind, dann bekommt man halt nur diese Änderungen angezeigt, woran man fast immer noch schön sehen kann, was eigentlich passiert, aber es ist halt optisch wenig ansprechend. Dafür braucht man aber gar kein so tolles Flussschätzungsverfahren. Wofür man ein tolles Flussschätzungsverfahren braucht, ist zum 3D-Sehen. Wenn man nämlich zwei Kameras hat, und eine Stereokamera und aus den beiden Bildern erkennen will, wo welche Tiefe vorhanden ist, also welches Objekt wie weit weg ist, dann muss man Pixel zuordnen von dem einen zum anderen Bild. Und dazu benutzt man ebenfalls optischen Fluss. Wäre es auf lange Sicht nicht effizienter, eine künstliche Intelligenz zu entwickeln, die Objekte alle erkennt, wie sie sich bewegen? Es gibt Methoden, die solche Zusammenhänge ausnutzen, also die anfangen, indem sie den Fluss grob schätzen, und dann, man kann zum Beispiel, wenn man den Fluss geschätzt hat, kann man ja erkennen, wo Objekte sind. Das sieht man ja auch schon. Also wenn ich euch das Bild links unten zeigen würde, dann könntet ihr mir ja super sagen, dass ich da ein Rad nach links dreht. Und wenn ich an einen Computer, also man könnte das an dem Bild links oben nicht so einfach. Ja, man könnte sagen, da ist ein Rad. Man könnte aber zum Beispiel nicht sagen, ob dieser Teppich, der da liegt, dieser hellblau gestreifte Teppich, ob das jetzt ein Teppich ist oder viele Streifen von blauem Zeug nebeneinander. Dass das quasi zusammenhängend ist, das erzählt einem die Flussschätzung unten. Also
anhand der Flussschätzung kann man Objekte auseinanderhalten. Man kann dann auch messen, wie schnell sich diese Objekte bewegen und die Ausrichtung von Flächen bestimmen. Und ja, eben Objektkanten erkennen. Also man kann Fluss benutzen, um ein Bild in seine Objekte zu separieren. Dieser Ansatz mit den Kanten, ist das dann so, dass ich praktisch meine Flussschätzung auf die Kanten beschränke und sage, also eigentlich bewegen sich immer nur die Kanten, also versuche ich eben nur ein Flussmodell für die Kanten zu entwickeln und alles, was nicht Kante ist, nehme ich den Fluss dann sowieso als Null an. Also ich bin mir nicht sicher, was die Frage ist, aber quasi der alte Ansatz vor dem Paper, was ich implementiert habe, war, dass man hier Flussänderungen in X-Richtung bestraft, und zwar stärker bestraft, wenn sie halt größer sind, und in Y-Richtung. Und was jetzt quasi neu ist, ist, dass man Informationen über das Bild benutzt, ja, tatsächlich Informationen aus dem Bild benutzt in dem Glattheitsterm. Das ist neu. Man nutzt erst eine Art Kantenerkennungsalgorithmus, man nennt es Strukturtensor. Der Strukturtensor erzählt einem, in welcher Richtung sich die Helligkeit des Bildes am stärksten ändert. Zu jedem Pixel einzeln. Also man bekommt einen Winkel aus dem Strukturtensor, der erzählt einem, in welche Richtung sich die Helligkeit am stärksten ändert. Und das ist dann immer orthogonal, also das nennt man dann orthogonal zur Kante. Und man weiß, dass sich Fluss stark ändert orthogonal zur Kante, also bestraft man Flussänderungen orthogonal zur Kante weniger als entlang der Kante. Das war das mit den Kanten, wenn ich die richtige Frage richtig verstanden habe. Das hieße dann, also wenn ich jetzt in der Fläche bin, dann gibt mir dieser Tensor im Grunde genommen gar keinen Fluss, weil er da ja keine Kante erkennt. Und dann findet da eben auch keine Bevorzugung stattfinden, orthogonal zur Kante, weil eben da keine Kante gefunden wurde. Also der Tensor liefert einen diesen Winkel einfach immer. Ich weiß nicht, was er liefert, ich habe es nicht ausprobiert. Ich könnte mal gucken, was er liefert, wenn da einfach so wirklich gar keine Struktur ist, weil in den Bildern haben wir immer Rauschen, das heißt, da ist immer Struktur, außer bei dem Yosemite. Ja, also man hat aber diesen Winkel einfach zu jedem Pixel im Bild. Die unterschiedliche Bewertung von Flussänderungen in orthogonal und entlang der Kante ist halt sinnlos innerhalb einer Fläche, aber wird trotzdem gemacht. Dass sich dann der Fluss aber sowieso nicht ändert, ist es auch egal. Also dann hat man zwar verschiedene Funktionen für die Flussänderung oder verschiedene Fehlerterme für orthogonal und entlang der Kante, aber es bedeutet nichts. Oder es hat auch keinen Einfluss auf das Ergebnis. Weitere Fragen? Ist denn das, wenn man diese Verteilung des Flusses gehabt? Und hast eben versucht, das Modell eben entsprechend dieser Verteilung zu gestalten. Wenn man das jetzt aufsplittet in einen Bereich für die Kanten, von dem die Flussverteilung über die Kanten sich anschaut, wahrscheinlich die Flussverteilung des Flusses, und das andere eben für die Flächen, weil da wahrscheinlich mehr oder weniger Null sein wird. Dann muss man erstmal quasi die Kanten und die Flächen kennen. Das ist schwierig. Weil das sieht man.
das Moment, das habe ich nicht da. Das Problem ist, Bildkanten hat man unter Umständen viel mehr als Flusskanten. Bei dem Beispiel hier haben wir Flusskanten nur entlang des Speers hier unten, entlang der Hand und entlang des Speers hier oben und hier entlang des Speers und hier zwischen Hand und Schnee. Aber Bildkanten haben wir wegen der Struktur hier auch ganz deutliche innerhalb des Speers, wo sich der Fluss überhaupt nicht ändert. Das heißt, wenn man das Bild dann aufteilt in Flächen, um dann den Fluss in den Flächen zu schätzen, dann kann es einem passieren, dass man halt Probleme kriegt hier in dem Speer, weil man da, also ich kann mir leicht vorstellen, dass man den Speer in Dutzende Flächen unterteilen kann und dann hat man halt diese Flächen einzeln und dann bekommt man halt unter Umständen keinen glatten Fluss für den Speer, was halt schön ist. Das Einzige, was hier funktioniert, ist, dass man einen schönen glatten Fluss innerhalb des Speers hat. Aber es gibt einen Rhythmus dann praktisch die Einzelteile oder die Musterung oder was da auf dem Objekt drauf ist, dann quasi überbetont und den so auseinanderfliegen lässt, obwohl es ja eigentlich ein Objekt ist. Ja. Umso mehr, wenn man irgendwie starkes Rauschen hat, zum Beispiel wenn man irgendwie bei Nacht filmt mit einer Infrarotkamera oder so, das sind die Bilder immer relativ schlecht. Weitere Beispiele, was man mit dem Fluss dann machen kann, ist, man kann die Geschwindigkeit von irgendwelchen Flüssigkeiten messen, die Partikel enthalten. Und das macht man teilweise in der Medizintechnik, wenn man Blut hat oder so und davon die Geschwindigkeit wissen will. Man das auch so als Geschwindigkeitsfallen? Wie bitte? Im Straßenverkehr so als Radarfallenersatz? Glaube ich nicht, dass das benutzt wird. Dann nimmt man einfach zwei Kameras. Und ich kenne das wohl, dass man das Auto quasi zweimal filmt und sich dann die Zeitdifferenz einfach anguckt. Ja. Anstelle von optischem Fluss. Da braucht man kein Flussfeuer. Ja. Also wenn man die Geschwindigkeit messen wollte, wäre es geschickt, wenn man von der Seite filmt, weil man dann am leichtesten erkennt, wenn das quasi das Auto in die Szene reinfährt und durch die Szene durchfährt. Dafür muss man aber schon wieder messen, wie weit das Auto weg ist. Ja, weil wenn es näher dran ist, dann füllt es sehr schnell das ganze Bild. Man müsste halt exakt wissen, wie weit das Auto weg ist und dann muss man die Entfernung messen. Wenn man schon die Entfernung messen will, messen muss, kann man auch gleich von vorne die Entfernung zweimal messen und die Geschwindigkeit über die Differenz ausrechnen. Ja. Was man ja tut. Ich will nur 5% abziehen wegen Ungenauigkeit. Ja, genau. Das andere, was man machen kann, wenn das Auto auf die Kamera zufährt, gibt es natürlich auch ein Flussfeld, was was sich von der optischen Achse nach außen ausbreitet. Ähnlich wie in der Yosemite-Sequenz. Genau, hier. Also hier bewegt sich die Kamera in die Szene rein. Und für ein Auto würde das dann ähnlich aussehen. Und dann könnte man... Also das ist auch schwierig. Vor allem Autos sind so schön glänzend und nachts leuchten sie auch noch. Und das macht große Probleme. Also das mit dem Radar ist einfach einfacher, billiger. Gehe ich richtig in Annahme, dass sowas grundsätzlich schlechter geht, wenn man ein unscharfes Bild hat? Zum Beispiel ein verwackeltes Foto oder ein Video? Also bei einem Video, wenn du ein verwackeltes Video hast, dann hast du ja ganz große Sprünge zwischen zwei Frames. Das ist sehr schwierig. Nur weil es unscharf ist, ist das nicht so ein großes Problem. Man bekommt dann halt auch unscharfen Fluss, aber
lassen wir mal erwarten von einem unscharfen Foto aus. Also Unschärfe allein ist nicht so ein großes Problem. Man benutzt teilweise Unschärfe, künstliche Unschärfe, um große Sprünge zu finden. Also wenn man ein Bild hat, wo sich ein Objekt von, oder zwei Bilder, wo sich ein Objekt von einem Bild zum nächsten sehr weit bewegt, sagen wir mal die halbe Objektlänge oder mehrere Pixel auf jeden Fall, dann hat man das Problem, dass man da denn diese großen Sprünge einfach nicht findet mit den üblichen Verfahren. Und was man dann macht, ist, man macht beide Bilder erstmal unscharf, weil dann verwischt sich diese Kante und dann bekommt diese Helligkeitsstruktur, die man zum Finden des Flusses braucht. Und dann kann man das Verfahren mehrmals anwenden. Also man kann diese Verfahren alle auch iterativ benutzen, indem man das Verfahren einmal anwendet und dann das, man kann dann den Fluss, den man ausgerechnet hat, anwenden auf das zweite Bild. Idealerweise wird es einem das erste Bild liefern, tut es in der Praxis nicht, also rechnet man halt den Fluss aus zwischen dem ersten Bild und dem erzeugten neuen zweiten Bild und addiert den Fluss dann drauf auf den alten Fluss, den man gekriegt hat. Und so kann man, indem man das Bild, erst die beiden Bilder unscharf macht, dann den Fluss mehrmals ausrechnet, dann wieder das scharfe Bild benutzt und dann wieder weiter Flüsse ausrechnet, kann man so große Sprünge entlang von harten Kanten sicher finden. Wobei man in der Praxis aus Geschwindigkeitsgründen nicht wirklich das Bild unscharf macht, sondern es einfach runter skaliert, was dasselbe bedeutet. Ist das eigentlich, wenn ich die beiden Bilder vertausche, kriege ich dann auch genau den negativen Fluss raus? Oder? Nein. Man bekommt nicht den negativen Fluss, man bekommt den inversen Fluss. Oder inversen, ja. Aber der inverse Fluss ist nicht minus der Fluss. Mhm. Ich gehe mal an die Tafel, mal ein Beispiel. Also. Oh, Hester? Ja, doch, Herr. Du malst das Ding an die Tafel. Ich glaube, das kann ich nicht mehr. Nee, lass es hier liegen. Also, wir haben zwei Bilder. Wir haben ein Objekt da drin, das sich ein Stück nach rechts bewegt. Was wir dann einmal als Fluss bekommen. Was wir dann im ersten, also was wir in diesem Fall als Fluss bekommen, ein Feld, was so aussieht, hier haben wir Nullen und in diesem Bereich haben wir Fluss nach rechts. Und was wir im zweiten Fall bekommen, ist im zweiten Fall bekommen wir vier Nullen und in diesem Bereich Fluss nach links. Und hier ist schon der Bereich, in dem überhaupt von null verschiedener Fluss ist, deutlich unterschiedlich. Und es ist auch aus dem einen Fluss, den anderen Fluss auszurechnen, ist auch nicht trivial. Weil das teilweise auch nicht eindeutig ist. Weil bei so Sachen, wenn wir dann wenn Objekte verschwinden, zum Beispiel in diesem Bereich, da gibt es überhaupt keinen sinnvollen Fluss zu, weil die Pixel sind einfach weg. Ja. Die werden hier verdeckt. In die andere Richtung gibt es halt zu diesem Bereich hier keinen sinnvollen Fluss, weil auch die Pixel einfach weg sind danach.
Das ist auch eine Verletzung dieser konstanten Helligkeit, die man annimmt. Man nimmt an, dass die Helligkeit konstant ist und nicht, dass der Schrift, dass der Pixel danach weg ist. Genauso hat man dann das Problem, dass in dem Bereich hat man danach plötzlich Pixel, die vorher nicht da waren. Und die können einem auch Schärfe reinmachen. Und hier hat man dasselbe. Ist das dann von den Berechnungen her? Kann man sowas in Echtzeit machen oder auch mit Stunden auf dem PC oder wie lange rechnet man? Also es kommt darauf an. Die Verfahren, die ich in das Verfahren, das ich benutzt habe, muss ein, also es kommt, ist es ganz unterschiedlich, zum Beispiel auf dem Yosemite-Sequenz, die auf dem Beamer gerade ist. Das sind irgendwie 500 mal 300 Pixel oder sowas in der Größenordnung. Das ist auch ein relativ kleines Bild. Da rechnet das Verfahren eine Viertelstunde für 9 plus 5 Iterationen. Also für 14 Iterationen. Und dann das Ergebnis halt, das eine Flussbild. Ich habe 15 Iterationen gebraucht, um es auszurechnen. Das liegt daran, dass, um das, den Fluss zu berechnen, also eine globale Methode ist, ein lineares Gleichungssystem gelöst wird, was doppelt so viele Unbekannte hat wie das Bild Pixel. Und das sind halt schon echt viele. Das liegt aber auch daran, dass es implementiert ist in einem Rapid Prototyping System für optische Algorithmen, in dem man sehr viele Freiheiten hat, wie man optische Algorithmen zusammenbaut. Also von dem ganzen Algorithmus habe ich nur einen ganz, ganz kleinen Teil quasi ausgetauscht. Das ist der Teil, die Ableitungen jetzt nicht mehr in X und Y benutzt, sondern orthogonal und entlang der Kanten. Wenn man das quasi optimiert implementiert, kann man es in wenigen Sekunden haben für diese globalen Methoden. Nicht globale Methoden, also lokale Methoden, kann man in Echtzeit benutzen. Das ist zum Beispiel, Anwendung. Optische Mäuse. Jede optische Maus hat so einen optischen Flussschätzer, weil eine optische Maus funktioniert, ist so, die hat eine Kamera und eine LED. Hier ist der Untergrund. Und die LED leuchtet auf den Untergrund und die Kamera nimmt die Bilder auf, sowas wie 16 mal 16 Pixel hoch. Und die Kamera läuft halt nicht mit 25 Hertz oder so, sondern mit 3 Kilohertz. Und durch die Helligkeitsunterschiede auf dem Tisch bekommt man dann halt Bilder. Wenn man zwei Bilder hat, kann man den optischen Fluss schätzen und dann die Hauptbewegungsrichtung erkennen. Ich weiß gar nicht, was für Verfahren da implementiert sind, aber das wird ein lokales Verfahren sein. Das lokale Verfahren, das kann man dann alle Pixel gleichzeitig ausrechnen, irgendwie in so einem Hardware ASIC. Und dann hat man halt schnell genug. Also man kann auch mit 3,2 kHz optischen Fluss halten, halt nicht auf so großen Dingern. Es gibt aber es gibt Kameras, die digitale Signalprozessoren eingebaut haben, die sowas dann schon
können oder halt darauf optimiert sind, solche mathematischen Verfahren zu benutzen. Und es gibt, man kann das in Echtzeit machen. Man kann damit so Objektverfolgung machen, man in man Verkehrsüberwachung macht oder so. Man Autos verfolgt. Ich habe die Frage vergessen. So kenne ich es. Achso, wie schnell es geht. Bei einer Kamera und mit einer Maus wird man kleine Bereiche nimmt und dann einfach die immer mit der Nachbarschaft korreliert und dann die Korrelation am größten ist, das wird dann immer als Großbuchstabe angenommen. Also die Anwender der Wikipedia behauptet, dass man nicht Korrelation benutzt, sondern optischen Fluss, weil optischer Fluss billiger ist. Man kann, also wenn man jetzt nur die Hauptbewegungsrichtung kennen will, dann kann man eigentlich gar nicht zu jedem einzelnen Pix, und dann kann man das System auch garantiert noch vereinfachen, dass man es noch schneller rauskriegt. Also man kann, also ich glaube, nur 16 oder 16 Pixel kann man das fast schon erhalten. Genau, und zu dem anderen Punkt, zu der Frage, wie lange das dauert. Auf der Sintu-Sequenz rechne ich eine Stunde. Mehr fahren.